Ich habe viele M-Wörter schon oft in den Mund genommen und nicht alle davon waren salonfähig. Ich stehe jeden Morgen total gerne auf, gehe total gerne zur Arbeit, freue mich, die Jungs zu sehen, trainiere mit denen super gerne und muss nicht wissen, wo es hinführt. Muss nicht sagen, wenn wir jetzt nicht Meister werden, habe ich gar keinen Bock mehr auf das Ganze. Quatsch, ich habe die meiste Zeit meines Lebens gearbeitet, mit einer Nullchance Meister zu werden, habe es trotzdem gerne gemacht. Ich hab auch schon gehört, in Dortmund ist schon für den 15. Mai der Borsigplatz abgesperrt. Also da rechnet man schon damit. Das und ist in Dortmund aber auch jedes Jahr, glaube ich, der Fall nach dem letzten Spiel, weil irgendwas feiern wir immer. Ja. Ich habe immer versucht, über einen etwas längeren Zeitraum irgendwo zu arbeiten, 4, 5 Jahre. Nach 5 Jahren muss normalerweise Schluss sein. Ganz ehrlich, also diese Jungs, die dieses Jahr das so tragen, ich wäre mir wirklich nicht ganz dicht, wenn ich dann sagen würde, so war total nett, dass ihr euch letztes Jahr wirklich aber auch alles abverlangt habt, aber jetzt bitte durchgehen. Ja, das ist ja Quatsch. Das meine ich mit vertrauensvoller Zusammenarbeit, diesen Zweifel hegt niemand. Ich weiß trotzdem, es ist eine einseitige Geschichte, dass es durchaus sein kann, dass der ein oder andere Spieler sagt, war klasse, ja, würde aber trotzdem schon ein bisschen früher mehr Geld verdienen, als erst mit 5, 26. Das ist mir alles klar, aber das sind Probleme, die haben andere Vereine auch. Warum sollen wir uns darüber Gedanken machen? Eine Mannschaftsveränderung wird es geben und wer in dieser Mannschaft nächstes Jahr da die Leistung aus diesem Jahr toppt, ist dabei. Wer das nicht schafft, wer zurückfällt, ist nicht mehr dabei. Das hat, ich dachte nicht, hey, du warst letztes Jahr am 14. Spieltag so gut und dieses Jahr am 12. bringst du gar nichts. Was ist los mit dir? Sondern es ist doch ganz normal, dass man das täglich beobachtet, versucht zu forcieren, wenn uns das gelingen sollte. Wir werden uns dran messen lassen müssen. Niemand hat, nicht mal Udo Lattek hat 25 Jahre am Stück einfach Titel gewonnen. Sondern es mag Gründe geben, warum das ab und zu die Mannschaft tut und ab und zu die Mannschaft tut. Wer mehr richtig macht, hat mehr Chancen auf Erfolg und wir sind einfach versucht, und dabei und selber überrascht über den Zeitpunkt, jetzt so erfolgreich wie möglich zu sein und gucken, wie die Mechanismen danach greifen. Aber wir haben das Gefühl, wir können unsere Probleme regeln. Ich finde, dass diese Bundesliga-Saison absolut zeigt, dass diese Art Fußball funktioniert. Dass Mirko Slomka in Hannover abzieht, ist unglaublich. Diese Truppe, die letztes Jahr natürlich von einem schrecklichen Ereignis geprägt, gerade so die Liga gehalten hat. Wie die dieses Jahr Fußball spielen, ist Wahnsinn. SC Freiburg, was Robin Duttert macht, was Thomas Tuchel mit Mainz macht. So, wenn man sich die Tabelle anguckt, wir sagen immer, das kann doch nicht sein. Warum stehen die da und nicht Bremen und nicht Hamburg und nicht die? Weil die überragende Arbeit abliefern. So, und das, also wenn bei uns irgendjemand austickt, dann sehen wir für diese Spieler möglicherweise so interessant, da holen wir uns da einen, der noch nicht austickt. Und wer austickt, ist weg. So einfach ist das. Und ganz kurz noch, in der Winterpause haben wir alle geungt, wann wird Dortmund einbrechen? Da haben wir vor dem Spiel von Leverkusen gesagt, oh, wenn sie es verlieren, dann wird es knapp und so weiter. Es ist nicht passiert. Und es kann durchaus gut sein, das ist sehr realistisch, dass das dann auch trotz Begehrlichkeiten, Nationalmannschaft und so weiter, Berater, die dann dir in den Ohren liegen, dass das auch im nächsten Jahr dann auch funktionieren kann. Und das ist echt eine Leistung dieses ganzen Teams drumherum. Jetzt habe ich ja Vertrag bis 2014 unterschrieben und habe in meinem Leben bisher Verträge immer eingehalten. Ich würde keinen Grund, würde mir jetzt einfallen, warum ich das in diesem Fall nicht tun sollte. Ich erwarte das ehrlich gesagt von meinen Spielern ja auch. Jetzt kann ich nicht irgendwie zwischendurch dann, weil es gerade Spaß macht, die nächste Herausforderung suchen. Sport 1. Jetzt auch auf YouTube.